Brian? Oh, jetzt komm schon. Hey, ich weiß, du hängst durch, weil Lindsay weg ist, aber das kannst du einfach nicht bringen, klar? Hey, weißt du nicht mehr? Als Summer mit Zack nach Italien fliegen wollte, da hast du verhindert, dass ich mich meiner Depression hingebe. Ach, Quatsch. Ich hab dich machen lassen, was du tun musstest. Stimmt. Aber was ich jetzt tun muss, ist dir helfen. Also, was kann ich tun? Vertrau dich mir an. Frage und es wird dir geholfen. Spitze. Los, mach, dass du rauskommst. Okay, alles bis auf das. Hey, wie wär's mit Captain Oates? Ich seh doch, wie du ihn immer anguckst. Du brauchst nur ein Wort zu sagen und dein Poolhaus wird sein Stall. Seth. Apropos, hast du das Poolhaus nicht langsam satt? Wir können auch gern Zimmer tauschen, dann kriegst du meins. Wir dachten nur, du willst ungestört sein. Ungestört ist sehr gut, im Augenblick mehr denn je, also. Wie wär's mit einem ungestörten, gemütlichen Plätzchen in unserem Lieblingsdiner, hä? Ein Becher Kaffee, Rührei, Schinkenstreifen, Pfannkuchen. Mit Ahornsirup, wie du sie am liebsten magst. Vielleicht noch diese kleinen, scharfen Würstchen dazu. Halt jetzt die Klappe! Bitte. Das mit Lindsay ist was anderes. Inwiefern? Insofern, dass es sich nicht mit Pfannkuchen wegfuttern lässt. Und jetzt frag mich nicht, ob es mit Waffeln geht. Schon klar. Ich wollte es nicht an dir auslassen. Nein, schon gut, dafür bin ich ja da. Es sind nur schon eine Menge Menschen aus meinem Leben verschwunden, weißt du. Ich dachte, die Zeiten wären vorbei, aber sieht nicht so aus. Okay. Dann werde ich mal verschwinden. Nicht verschwinden in dem Sinne, du weißt, was ich meine. Die haben Kaffee zum Mitnehmen, soll ich... Nein, bescheuert, okay.